Du hast dich auch schon mal gefragt, was dieses DRO-Auto bedeutet. Im Grunde genommen ist es eine Funktion zur Korrektur der Helligkeit und Kontraste, die automatisch geregelt ist. Wie kannst du das ändern? Indem du im Menü unter dem Punkt Belichtung und Farbe, 6 Farbe Farbton, Dynamic Driver Optimierer ein, kannst du die Optionen ändern zwischen Auto, Level 1, Level 2, Level 3 und so weiter. Aber vorsichtig, bei Aufnahmen mit dem Dynamikbereich Optimierer kann Bildrauschen auftreten. Also immer mit Vorsicht genießen. Kleiner Tipp am Rande: Wenn du diesen Level schnell ändern möchtest, geh einfach in den normalen Startbildschirm, tippe nach oben, bis du alle Einstellungen siehst. Und hier kannst du dieses Level mit Touchscreen im Menü ändern. Viel Spaß dabei!